Superman. Kennt jeder und hat auch schon jeder gelesen. Oder? Ich habe das zumindest nicht gemacht und deshalb habe ich mir vor kurzem die Frage gestellt, wo fängt man eigentlich an? Und genau das habe ich euch im Community-Tab gefragt und natürlich versucht, in Eigenrecherche herauszufinden. Und damit herzlich willkommen zu meiner Superman-Reise. Das erste Mal Superman, Superman für Anfänger, Teil 1. Und mit dabei habe ich heute Superman Birthright und Superman for All Seasons. Beides Comics, die in der frühen Karriere von Superman spielen, besser gesagt Birthright als Neuinterpretation seiner Origin-Geschichte und For All Seasons quasi seine ersten Tage als Superman. Die beiden habe ich jetzt gelesen und warum ich mich extra für diese entschieden habe als meine ersten Superman-Comics, möchte ich euch heute vorstellen. Angefangen bei Superman Birthright. Superman Birthright ist eine 12-teilige Miniserie, die zwischen 2003 und 2004 bei DC veröffentlicht wurde. Geschrieben von Mark Waid und gezeichnet von Lionel Francis Yu, bietet dieser Comic eine moderne Neuinterpretation der Ursprungsgeschichte von Superman. Diese kannte man damals schon in Bruchteilen, in einzelnen Panels, Rückblenden oder aus den Filmen. Aber so wirklich zusammengefasst oder auch mit neuen Elementen wie hier diese Hightech-Welt, als die Krypton präsentiert wurde, waren hier neu. Ursprünglich als eigenständige Serie konzipiert, wurde Birthright später ins Kanon hinzugefügt und hat bis heute seine Spuren hinterlassen. Mittlerweile gibt es so zwar weitere Interpretationen der Origin-Geschichte, aber Birthright zählt bis heute zu einem der besseren, für manche sogar die beste. Deshalb habe ich auch damit angefangen und natürlich auch, weil ihr sie mir selber vorgeschlagen habt. Nur mal ganz kurz was zum Hintergrund. Mark Waid, den ihr vielleicht kennt von Stories wie Kingdom Come oder aktuell Batman Superman World's Finest, ist ein sehr gefeierter, klassischer Comic-Autor. Er ist schon lange dabei und überzeugt besonders im DC-Bereich mit seinem Hintergrundwissen. Und in Birthright schafft er es hier, besonders seine Liebe und Zuneigung zu Superman das erste Mal so richtig zu präsentieren und uns als Leser mitzureißen. Lionel Francis Yu, bekannt für seinen besonders dynamischen und detailreichen Zeichenstil, verleiht dem Comic einen frischen, visuell beeindruckenden Look, der auch jetzt 20 Jahre später immer noch toll aussieht. Shoutout besonders hier nochmal an den Koloristen, der es geschafft hat, das Comic richtig gut altern zu lassen. Schauen wir aber jetzt nochmal etwas genauer auf den Inhalt. Die Geschichte beginnt auf Clark Kents Heimatwelt, Krypton, und führt uns durch seine Kindheit in Smallville bis zu seinen ersten Schritten als Superman in Metropolis. Birthright geht dabei tief auf die emotionale Reise von Clark Kent ein, der versucht, seinen Platz in der Welt zu finden, während er seine Kräfte entdeckt und lernt, was es bedeutet, ein Held zu sein. Die Kernfrage des Comics hierbei, wer bin ich und wer will ich sein? Für Clark geht es dabei um seine innere Zerrissenheit zwischen seinem menschlichen und seiner kryptonischen Herkunft. Waid und Yu betonen dabei besonders die Bedeutung von Clarks Entscheidung, Superman zu werden, nicht nur als Held, sondern auch als Symbol der Hoffnung für die gesamte Menschheit und für seine Familie. So begleiten wir ihn beispielsweise als Reporter und lernen gemeinsam mit ihm, was es bedeutet, das Richtige zu tun und warum man das Richtige tut, selbst wenn es einem schaden kann. So ziemlich genau in der Mitte des Comics ist es dann soweit. Clark zieht nach Metropolis und wird das erste Mal Superman. Auch die Beziehung zwischen Superman und Lex Luthor wird im Birthright neu beleuchtet. In dieser Version der Geschichte kennen sich Clark und Lex nämlich bereits seit ihrer Kindheit in Smallville. Besonders dabei, Lex wird hier nicht einfach nur als Bösewicht und als Rivale von Superman präsentiert, sondern selbst als tragische Figur. Hier geht es besonders um seine Besessenheit mit Superman und dem sich als etwas Besseres beweisen. Auch er ist dabei ständig von Selbstzweifeln verfolgt, wodurch uns die Geschichte immer wieder die Parallelen und die tiefen Unterschiede zwischen Clark und Lex zeigt. Letztlich enden wir den Comic mit allen bekannten Charakteren an ihren bekannten Orten. Clark als Superman, Lex als Feind, den Daily Planet mit Lois und Jimmy Olsen. So hat so ziemlich jeder Charakter, der irgendwie näher mit Superman zusammenhängt, eine kurze Einführung bekommen. Wo kommt er her, was macht er und was zeichnet ihn als Charakter aus? So ist dieser Comic natürlich auf mehrere Ebenen perfekt für Neueinsteiger. Nicht nur, dass wir lernen, wo der Charakter herkommt, sondern auch eine gute Vorbereitung bekommen, auf wo auch immer wir als nächstes einsteigen. Birthright hat es einfach geschafft, bis heute in der Superman-Mythologie angesehen und wichtig zu sein. Auch wenn es später offiziell von Geoff Johns Secret Origins abgelöst wurde, ist es wie gesagt bis heute eine der beliebtesten und für einige die einzig wahre Origin-Geschichte für Superman. Ich habe natürlich Lust, noch weitere Ableger davon auszuprobieren, bin aber mega glücklich darüber, mit Birthright angefangen zu haben. Für mich persönlich war der Comic wirklich richtig gut.
Stellenweise vielleicht etwas zu lang, aber Mark Waid kann wirklich in die Tiefe gehen. Und das meistens im Positiven. Er gibt den Charakteren überraschende Tiefe und das bereits auf wenig Seiten. Und besonders für Clark ist es natürlich gut, dass wir ihn einige Hefte sehen, bevor er zum Superman wird, bevor er dieses Symbol an sich nimmt und bevor er sich dazu entscheidet, dieser Superheld zu sein. Auch besonders die andere Hälfte von Lex Luthor hat mir richtig gut gefallen. Und als großer Fan der Serie Smallville, was bis jetzt so ziemlich der größte Kontakt Punkt zwischen mir und Superman war, muss ich natürlich sagen, bin ich ein ziemlicher Lex Luthor-Fan. Und da das hier ziemlich ähnlich in die Richtung von deren Beziehung in der Serie geht, hat mir das richtig gut gefallen. Apropos Smallville, wusstet ihr eigentlich, dass Jeff Loeb, der Comic-Autor, mit Smallville seine TV-Karriere angefangen hat? Das und noch mehr erfahrt ihr nämlich im Vorwort von Superman for All Seasons. In dem Fall, deshalb halte ich es auch extra in die Kamera, habe ich mir die Absolute Edition gegönnt. Als Riesenfan von dem Kreativteam Tim Sale und Jeff Loeb musste es einfach diese Version sein. Diese Zeichnung im übergroßen Format, im überübergroßen Format, bringen diese Story nochmal richtig gut zur Geltung. Und eins muss ich euch sagen, ich habe die erste Seite von diesem Comic aufgeschlagen und nur das Vorwort gelesen und hatte schon Tränen in den Augen. Denn bevor wir über die eigentliche Geschichte reden, noch ein paar Worte zu Tim Sale, der einen ziemlich großen Platz in dieser Absolute Edition einnimmt. Das nicht nur als Zeichner, sondern auch um dieses Buch gefühlt schon thematisch aneinander zu reihen. Denn hier drin ist nicht nur Superman for All Seasons, sondern auch ein paar weitere One-Shots, die Tim Sale und Jeff Loeb in der Vergangenheit für Superman geschrieben und gezeichnet haben. Sowie viel Background-Info und besonders das Vor- und Nachwort natürlich, was sich besonders auf Tim Sale bezieht. Denn diese Absolute Edition ist nach dem Tod von Tim Sale erschienen, wodurch sich von den einzelnen Creatoren immer mal wieder darauf bezogen wird. Die erste Seite ist davon ein erstes Vorwort von mehreren unterschiedlichen Künstlern und Creatoren im Comic-Space oder auch einfach Leuten, die Tim Sale nahestanden, die alle ein paar Sätze zu ihm dargelassen haben. Und das fand ich direkt so emotional und hat so gut den Grundstein für diese Story gelegt, dass es mich einerseits emotional auf die Superman-Geschichte vorbereitet hat, wodurch es sich aber auch als richtig schönes Paket für dieses gesamte Werk angefühlt hat. Nicht nur für Superman, sondern auch für Tim Sale. Superman for All Seasons ist eine vierteilige Miniserie, die 1998 bei DC veröffentlicht wurde. Geschrieben von Jeff Loeb und gezeichnet von Tim Sale, bietet dieser Comic eine bewegende Neuinterpretation der frühen Jahre von Superman. Die Serie ist hier in vier Kapitel unterteilt, die jeweils eine Jahreszeit und eine Phase in Clarks Leben darstellen. So starten wir im Frühling und enden im Winter. Auch hier betrachten viele Fans diese Serie als eine der besten und besonders poetischsten Darstellungen von Superman. Und das zu Recht. Jeff Loeb, den ich wirklich zu lieben gelernt habe, durch seine Werke wie Das lange Halloween, Batman Hush, aber auch die emotionale Seite wie Daredevil Yellow oder auch Spider-Man Blue, hat hier wirklich etwas ganz Besonderes geschaffen. Denn hier zeigt er Superman Clark Kent von einer für mich einmalig emotionalen Seite und schafft es dabei, diesen Charakter immer noch als stolz und wichtig darzustellen, ihn aber auch trotzdem als sehr verletzlich und besonders die Menschen um ihn herum als sehr menschlich darzustellen. Ohne Zweifel hat Jeff Loeb hier viele, viele Sachen von sich selbst verarbeitet. Das hört sich jetzt schlimmer an, als es ist, zumindest wenn wir uns auf For All Seasons beziehen. Trotzdem merkt man hier viel von seinen Geschichten als Vater, als Freund, als Vorbild und halt eben auch als Mensch. Und auch Tim Sale ist hier wirklich zu neuen Höhen aufgestiegen. Seine Zeichnungen sind hier nochmal anders, aber das mit Absicht, das lernen wir auch direkt im Vorwort. Tim Sale musste unbedingt weg von dem Schwarz. Diese Story erschien nach Batman Das lange Halloween, aber auch wenn diese Reihe damals schon sehr abgefeiert wurde, sagt Tim Sale selbst, er konnte viele seiner Fehler und Schwächen in dem Schwarz und Dunkel von Gotham verstecken. Und eben das ging jetzt nicht mehr und sollte auch nicht gehen. Superman sollte leicht sein, hell sein und einfach anders wirken. Und dadurch hat sich nicht nur Tim Sale angepasst, sondern einer der wichtigsten Schritte war wahrscheinlich der Kolorist. Bjarne Hansen, der selbst Künstler ist, aber sonst nichts mit Comics zu tun hatte, wurde deshalb extra von Tim Sale und Jeff Loeb kontaktiert, ob er nicht Lust hätte, dieses Comic zu kolorieren. Nach einem kurzen Hin und Her konnten sie ihn auch dazu überzeugen. Und auch jetzt
So viele Jahre danach ist dieses Comic einer der schönsten Erfahrungen, die ich wahrscheinlich je gesehen hatte und ist besonders in dieser Absolute Edition jeden Cent wert. Da hier jede Seite eher wie eine Malerei ist, haben wir hier ein ganz anderes Gefühl. Und besonders die Farben, die ja trotzdem sehr intensiv sein können, sind für Superman einfach perfekt. Und das sieht man ja schon am Cover. Bevor ich mich zu sehr am Äußeren verliere, schauen wir jetzt aber auch mal in den Inhalt. Die Geschichte beginnt im Frühling, eine Zeit des Neubeginns. Wir sehen Clark Kent als jungen Mann in Smallville, der seine Kräfte entdeckt und langsam begreift, dass er anders ist. Lana Lang, seine Jugendliebe, dient dabei als Erzählerin dieses Kapitels und spiegelt die Unschuld und die Veränderung wider, die Clark erlebt, während er sich darauf vorbereitet, Smallville zu verlassen. Auch hier lernen wir im Vorwort, dass es eigentlich gar nicht geplant war, einen Erzähler in dieser Geschichte zu haben. Erst quasi im Nachhinein, als sie schon am dritten Heft gearbeitet hatten, wollte Jeff Loeb, dass man mehr Zeit mit diesem Comic verbringt und entschied sich dann, im Nachhinein einen Erzähler in jedem Heft hinzuzufügen. Für Clark geht es hier darum, seine Bestimmung als Superman zu akzeptieren, während er seine Bindung zu seiner menschlichen Herkunft bewahrt. Loeb und Sale betonen dabei besonders die Bedeutung zu Clarks Wurzeln, seiner Familie, seiner Farm auf Smallville und natürlich seinen Eltern und wie diese das Handeln als Superman prägen. Besonders stark wird das dann auch im Sommer- und Herbstkapitel deutlich, wo Clark seine ersten Schritte als Superman in Metropolis macht und beginnt die Bürde dieser Verantwortung zu tragen. So begleiten wir ihn zum Beispiel, als er versucht, das richtige Gleichgewicht zwischen seiner Rolle als Held und seinem Wunsch nach einem normalen Leben zu finden. Wir sehen ihn in Momenten des Zweifels und der Einsamkeit und auch in Momenten, wo er scheitert. Aber auch in Momenten des Triumphs und der Hoffnung. Auch Lex Luthor, der Erzähler des Herbstkapitels, spielt eine zentrale Rolle in dieser Geschichte. Seine Perspektive auf Superman ist geprägt von Neid und Missverständnissen, was ihre Rivalität umso intensiver macht. Lex wird hier nicht nur als ein einfacher Bösewicht dargestellt, sondern als eine zutiefst zerrissene Figur, die in Superman eher eine Bedrohung als eine Hoffnung sieht. Sein Kapitel zeigt, wie diese Rivalität sich über die Jahre entwickelt und formt. Besonders interessant fand ich es hier, wie Jeff Loeb es die ganze Zeit schafft, diese Geschichte mit einer Art Leichtigkeit zu schreiben. Wie damals ein Saturday Morning Cartoon, wenn man sich vor dem Fernsehen gesehen hat und dann kam halt Superman im Fernsehen, die Batman-Fernsehserie, was alles oberflächlich sehr locker, sehr leicht wirkt, aber bereits auf den zweiten Blick und besonders wenn man sich die Zeit dafür nimmt, immer tiefer wird und das auch auf viele Ebenen. Emotional, poetisch und inhaltlich. Das letzte Kapitel, der Winter, bringt die Geschichte zu einem nachdenklichen Abschluss. Clark kehrt nach Smallville zurück, um sich zu erholen und seine Rolle in der Welt zu reflektieren. Wir sehen, wie er mit den Herausforderungen kämpft, die seine Verantwortung als Superman mit sich bringt und wie er letztlich zu der Erkenntnis gelangt, dass seine Menschlichkeit genauso wichtig ist wie seine Kräfte. Bevor ich zu sehr über Superman for All Seasons rede, noch ein kurzer Hinweis. In dieser Absolute Edition ist wie gesagt noch mehr. Das erste Zusammentreffen zwischen Superman und Batman oder besser gesagt Clark Kent und Bruce Wayne und Superman Sam Story, welche, auch wenn man es nicht glauben mag, noch emotionaler ist und noch persönlicher für Jeff Loeb als der eigentliche Comic. Denn hier verarbeitet Jeff Loeb mit dem Hintergrund von Superman den Tod seines eigenen Sohnes. Denn dieser starb an Krebs, das schon früh und leider auch jung. Sam in der Superman-Geschichte trägt dabei auch denselben Namen wie der Sohn von Jeff Loeb. Auch hier muss ich sagen, Superman for All Seasons ist fantastisch, einfach krass und mir ist es fast peinlich, wie lange ich Superman ignoriert habe, aber ich bin auch froh darüber, wie sehr ich mich darauf freue, mehr von ihm zu lesen. Es muss natürlich nicht alles so emotional und poetisch sein, aber ich bin ehrlich, manchmal braucht man einfach ein bisschen Superman. Jemanden, der immer gut ist, immer versucht, der Beste zu sein und der aus seinen Fehlern auch tatsächlich mal lernt. Für mich persönlich, als jemand, der sich besonders in den letzten Jahren sehr in den Street-Level-Charakteren verrannt hat und auch generell viele Medien um dieses Anti-Helden-Ding konsumiert. Einerseits, weil das einfach der aktuelle Trend ist, aber auch, weil es mich zugegeben interessiert hat, muss ich sagen, es macht richtig Spaß, zu Superman zurückzufinden, mehr oder weniger. Denn natürlich können wir alle mit Superman was anfangen, aber ich glaube, bis auf die Superman-Fans oder lange Comicleser ist es immer noch eine Minderheit, die Superman-Comics liest.
Denn auch wenn er der Erste ist, kann er schon seit Jahren nicht mehr mit Batman oder auch mit Spider-Man mithalten. Abschließend will ich einfach nur sagen, diese beiden Comics haben mir richtig, richtig viel Spaß gemacht. Und ich habe natürlich auch schon die nächsten Superman-Stories auf meinem Lesestapel und das nächste bin ich auch schon wieder am Lesen. Ich würde mich natürlich mega freuen, wenn ich diese Reise so ein bisschen mit euch fortsetzen kann. Hier als Intro zu Superman, was mehr als erfolgreich war. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Lasst mich gerne eure Superman-Favorites in den Kommentaren wissen oder vielleicht auch, wie ihr einfach zu dem Charakter gekommen seid. Dann war's das von diesem Video. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Leute. Ciao.